gerade eben noch im Studio und jetzt schon auf der Showbühne, beziehungsweise auf dem Showfloor. Der entsteht hier nämlich gerade, denn am Mittwoch geht's ja los hier in Köln auf der Gamescom 2012 mit dem Presse- und Fachbesuchertag. Und ob die Herrschaft mit ihren Um- und Aufbauarbeiten rechtzeitig fertig werden, das schauen wir uns jetzt mal an. Los geht's. So, hier wird gehämmert, gebohrt und gesägt. Ich mache mich gerade mal ein bisschen locker hier und sitze jetzt neben der... Steffi. Hallo Steffi. Hallo. Steffi, ihr habt euch euer Mittagessen natürlich redlich verdient. Ja, ihr seid richtig fleißig, aber es sieht ja noch ganz schön wild aus hier in der Halle. Glaubst du denn, das wird alles rechtzeitig fertig? Ja, Logo, es sah schon viel wilder aus. Das heißt, wann habt ihr angefangen aufzubauen? Ich persönlich bin seit Donnerstag hier, die Jungs sind aber schon schätzungsweise eine Woche länger hier. Okay, und wann ist dann immer so Feierabend im Schnitt? Im Schnitt ist sehr unterschiedlich, auf jeden Fall sehr spät. Es wird bis 11, teilweise auch Nachtschichten, also mit dabei, ja. Okay, Steffi, wenn jetzt hier alles fertig ist, wenn es am Mittwoch losgeht, ja, wenn die ganzen Pressemenschen kommen, bist du dann auch noch hier irgendwie und daddelst auch ein bisschen oder ist dann für dich Feierabend? Nee, wir haben uns auch Eintrittskarten gekauft und werden uns das alles mal anschauen, wenn es läuft sozusagen. Alles klar, Dankeschön, Steffi, weiterhin guten Hunger, ne? Und viel Spaß auf der Gamescom. Oh nee. Oh nee. Ich habe ein Knöllchen bekommen. Nee. Die Prominenz gibt sich auch heute schon vor dem eigentlichen Startschuss der Gamescom die Klinke in die Hand. Bei mir steht es der große Moment. Bei mir steht es der großartige Lars Kümmel von Capcom. Lars. Nein, ich will dir gar nichts sagen. Ich bin hier nur, ich baue hier nur auf, ich will gar nichts. Nein, nein, nein. Lars, mach dich doch nicht kleiner als du bist, Lars. Doch. Ich bin ja jetzt noch gar nicht dienstlich hier. Ich bin noch. Lars, okay, pass mal auf, ihr seid hier mit fast 800 Mann angereist von Capcom und ihr wollt die Gamescom so richtig rocken. Was dürfen wir denn erwarten von euch? Komm. Lars, sag doch mal. Nee, pass auf, ich will eine Currywurst jetzt essen. Ja. Ich bin jetzt mit meiner eigenen Mittagspause und ich will hier nichts sagen. Okay, dann sagen wir tschüss, nee. Lars, tschüss. Der Lars. So, bei mir in Halle 7 steht jetzt ein lieber Freund und Kollege, den ich heute zum ersten Mal mit Handschuhen sehe, weil er endlich mal was arbeitet und sonst nur so PR-Quatsch macht. Servus, Nils Blankenstein. Hi. Nils, was wird denn bei euch bei Square Enix zu sehen sein auf der Gamescom? Also dieses Jahr haben wir Weltpremiere eigentlich für die Konsumenten endlich Tomb Raider anspielbar hier und haben auch eine schöne Präsentation von einem weiteren Level bei uns in einem speziellen Kino, was wir uns am Stand eingerichtet haben. Außerdem haben wir hier anspielbar auch zum ersten Mal Hitman Absolution nun und auch Sleeping Dogs kurz vorm Release jetzt. Okay, jetzt hast du schon jede Menge Titel angesprochen, gerade bei Hitman und bei Tomb Raider wird natürlich die Erwartungshaltung hoch sein, ne? Die Neugier auf und die Erwartung an die Titel sind entsprechend hoch. Du kennst die Dinger schon, du hast sie bestimmt schon gespielt, was können die Leute erwarten? Also wir haben ein super Level bei Hitman gerade da, schön King of Chinatown nennt sich das. Super Level, bislang durfte nur die Presse das spielen auf der E3 und auf einigen Events, die wir noch vorher hatten. Jetzt endlich auch die Konsumenten und wir sind sehr gespannt, wie die Leute das empfinden werden. Aber genau das gleiche auch mit Tomb Raider. Endlich die Leute jetzt an unsere neue Lara ranlassen, endlich spielen lassen und wir sind wirklich gespannt darauf, wie freudig die Gesichter sind von den Leuten. Alles klar, an die Lara ranlassen, da hast du jetzt wieder eine schöne Steilvorlage geliefert, ja, für unsere YouTube-Zuschauer. Die von dir zitierte Presse darf dann am Mittwoch ran und ihr alle anderen ab Donnerstag hier bei Square Enix. Dankeschön, Nils. Danke. Ja, fertig, sieht anders aus, aber kein Stress. Die Jungs, die werkeln und maloren hier, wie es nur irgendwie geht. Und sie haben ja noch ein bisschen Zeit. Ich bin auch ganz optimistisch, dass die bis spätestens Mittwoch, wenn es denn hier richtig losgeht, auch fertig werden. Und während wir uns hier noch ein bisschen in den Hallen umschauen, schalten wir jetzt mal zu Annika. Die ist nämlich beim Projektleiter, beim Projektmanager der Gamescom, Tim Endres, und hat einige interessante Facts für euch. Nino musste ihn letztes Jahr noch siezen, aber nach ein paar Jährchen Gamescom TV kennt man sich ja auch. Deshalb darf ich ihn duzen, läuft sozusagen. Projektmanager der Gamescom, Tim Endres. Schön, dass ich dich kurz stören durfte. Hallo Annika, grüß dich. So kenne ich ihn, den Nino. Er hätte mich allerdings gerne auch schon duzen können. Natürlich interessieren sich alle für diejenigen, die dann hier sind, für die Aussteller. Wer ist also alles hier und was kann man erwarten? Wie sind die Ausstellerzahlen? Ja, also die Gamescom präsentiert sich dieses Jahr wieder in einer neuen Dimension. Bricht wieder weltweit alle Rekorde. Wir haben rund 600 Aussteller an Bord. Die haben über 330 Premieren im Gepäck, die hier angetestet werden können, bevor sie in den Handel kommen. Das ist ein neuer Rekord. Damit haben wir das Rekordergebnis aus dem letzten Jahr erneut gebrochen. Die Internationalität ist weiter deutlich gestiegen. Die Aussteller kommen aus 40 Ländern. 54% der Aussteller kommen inzwischen aus dem Ausland. Also auch die Internationalität und damit die Bedeutung der Gamescom als europäische Leitmesse ist weiterhin gestiegen.
Also es lohnt sich auf jeden Fall herzukommen. Du hast jetzt Premieren angesprochen. Wie viele Weltpremieren sind dabei? Die genaue Zahl der Weltpremieren ist da schwer auszumachen, aber unter den 330 Premieren, die hier auf der Gamescom erstmalig dem Publikum gezeigt werden, ist auch eine ganze Reihe an Weltpremieren dabei. Es wird also spannend für die Gamer. Definitiv. Jetzt habe ich noch eine Frage, und zwar Partnerland ist Korea. Wieso? Ja, Korea haben wir dieses Jahr als Partnerland ausgewählt. Zum einen, weil es ein Riesenmarkt ist mit 5,5 Milliarden Umsatz jährlich, und zum anderen, weil Korea sehr stark für das Thema Online-Gaming, Mobile-Gaming, Browser-Gaming steht, und das ist auch ein Schwerpunkt der Gamescom, neben natürlich dem Hauptaspekt des Konsolen-Gamings, und da bringt das Partnerland Korea eine ganze Reihe an Neuheiten und spannende Aspekte mit auf die Gamescom. Also lauter neue Sachen wieder auf der Gamescom und auch einen neuen Eingang. So ist es, einen neuen Eingang. Für speziell die Besucher, die sich im Vorfeld ihr Ticket gesichert haben, die können den neuen Eingang Halle 11 nutzen und gelangen so schneller ins Geschehen, schneller in die Messe. Und das ist eine Optimierung hinsichtlich der Eingangssituation. Und zudem ist auch das Messegelände, die Anzahl der Hallen, die wir bespielen, deutlich gestiegen. Wir liegen jetzt bei 140.000 Quadratmeter. Das sind nochmal 15% mehr als im Vorjahr. Heißt also, die Spielfläche für alle Gamer wird nochmal deutlich größer als im letzten Jahr. Super, dann sage ich dir erstmal danke. Ganz viele Infos für euch, viele Premieren, viele neue Spiele, einen neuen Eingang, mehr Platz auf der Gamescom. Wir zeigen euch natürlich auch, wie ihr vom Bahnhof durch die Halle 11 direkt in die Messehallen kommt. Ja, und damit gebe ich zurück zu Nino, zurück in die Hallen. Ey Leute, ich habe was echt Geiles gefunden, und das Beste ist, die Handwerkers machen gerade Mittag. Das ist unsere Chance. Ich glaube, jetzt habe ich ihn endlich abgehängt, den guten Mann von der Hebebühne. Und wie es der Zufall so will, sind wir jetzt hier am Bahnhof Köln-Messe-Deutz gelandet. Das ist genau gegenüber vom Südeingang der Gamescom. Und in diesem Zusammenhang gibt es eine Neuerung, die wir euch jetzt mal zeigen möchten. Kommt mal mit. Zack, und schon sind wir da. Das waren gerade mal 2 Gehminuten, also relativ praktisch, und ich verspreche euch, auf der Gamescom werdet ihr garantiert noch genug rumlatschen. So, hinter mir ist jetzt Halle 11 und der neue Eingang, der VIP-Eingang, auf den wir ja bereits schon mal eingegangen sind bei Gamescom TV. In diesen Eingang kommen all diejenigen rein, die ihr Ticket ganz brav im Vorverkauf bestellt haben. Ganz wichtig, diejenigen, die ihr Ticket schon haben und im Vorverkauf geordert haben, dürfen da hinten rein zum VIP-Eingang. Das werde ich jetzt auch machen, und wir sehen uns wieder am Mittwoch pünktlich zum Presse- und Fachbesuchertag der Gamescom 2012. Ich freue mich drauf, ihr hoffentlich auch. Bis dahin, macht's gut, Leute. Ciao.